Guten Morgen Deutschland. Wisst ihr, warum die junge Alternative seit gestern als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wurde und warum sämtliche deutschen Medien heute Morgen und gestern selbstverständlich darüber berichten, dass natürlich richtig ausschlachten in Tagesschau, Tagesthemen und selbst der Georg Restle sich genötigt sieht, mal wieder einen wunderbaren Kommentar abzulassen? Nun, das ist ganz einfach. Weil man im Bundestag mittlerweile die familiären Strukturen des Habeck-Clans und der Öko-Institute offengelegt hat und die Menschen im Land mittlerweile mitbekommen, was sich diese Altparteien hier für Strukturen an den Futtertrögen der Macht schaffen. Und weil jetzt auch rauskommt, dass damals im Ahrtal die kritischen Fluthelfer, wie zum Beispiel der Herr Wipperfürth und viele andere, mit einer Schmutzkampagne aus dem Land gejagt wurden, weggejagt wurden, obwohl sie den Menschen nur helfen wollten, und das unter mindestens der Mitwissenschaft der Landesregierung und Frau Dreyer, die ja, wie wir wissen, nachts auch schon SMS bekommen hatte und es ja nicht für nötig gehalten hatte, mal Menschenleben retten zu müssen, sondern damit lieber bis zum nächsten Morgen gewartet hat, nachdem sie dann aufgestanden war. Das sind die Punkte, warum zum Beispiel gestern ein Verfassungsschutz, junge Alternative, natürlich als gesichert rechtsextrem eingestuft hat, ist doch klar. Und wenn man dann noch sieht, dass selbst beim legendären Allenbach-Institut mittlerweile die AfD vor den Grünen steht, an drittstärkster Position in den Umfragen, dann wundert mich das auch nicht, dass die junge Alternative gestern oder seit gestern als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Und warum sollte sie das sein? Nun, die Begründung hieß, man wäre ja komplett gegen eine Migration und man wolle ja im Grunde genommen komplett alle Leute aus dem Land haben. Nun, dem ist doch gar nicht so. Dem ist doch gar nicht so. Man muss sich einfach nur mal den Kommentar des stellvertretenden Bundesvorsitzenden anhören und man müsste sich einfach mal nur informieren, was die Herrschaften denn so von sich geben, liebe Leute. Aber das ist das Problem in Deutschland. Die Massenmedien bringen eine Headline, sie hauen sie raus. Irgendjemand setzt was ins Internet, er haut es raus. Und was tun die Menschen? Sie lesen diese Information und sie glauben diese Information ungeprüft, nicht nachrecherchiert. Und sie machen sich keine Gedanken. Sie übernehmen einfach das, was ihnen gesagt wird. Und schon wird die Meinungsmache gemacht. Und schon läuft es wieder in die richtige Richtung. Aber liebe Leute, ich habe so das unangenehme Gefühl, nein, jetzt nicht mehr. Denn es wird mittlerweile zu viel. Die Sache im Ahrtal, die Sache mit den Strukturen, die Sache, wie unsere Wirtschaft momentan sprichwörtlich vor die Wand gefahren wird. All das und all die anderen Punkte werden mittlerweile zu viel. Wie heißt das so schön? Sie haben den Geist aus der Flasche gelassen. Und jetzt haben Sie ein echtes Problem, den da wieder reinzubekommen. Und das scheint nicht mehr zu funktionieren. Und ich finde, das sind gute Nachrichten.